Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Und heute machen wir was Exklusives, denn Mr. Ananas und ich machen unser erstes Tattoo im Ausland. Ich hab schon voll Schiss, ob das was wird. Was machst du dir? Kannst du das ungefähr mal erklären? Ein biomechanischen Fußbein. Okay, und ich mach mir... Ja, das seht ihr dann gleich, ihr könnt schon mal raten. Ich bin gespannt. Wir sehen uns gleich wieder im Tattoo-Studio. So, jetzt werden wir schon langsam ein bisschen nervös. Man muss sich halt vorstellen. Hi. Man muss sich halt vorstellen, hier gibt es einen Haufen Tattoo-Studios, einen Haufen. Hi. Hi. Ja, man glaubt es kaum. Cooler Tisch. Tattoo-Studio und warten jetzt darauf. Bist du schon ein bisschen nervös? Bist du schon ein bisschen nervös, oder? Ja, ein klein bisschen auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen, unsere Tattoos. Aber wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bin gespannt, wie das wird. Was uns auch erzählt worden ist, ist, dass viele Leute aus dem Ausland hierher kommen, um hier Tattoos zu machen, weil es einfach mal, ich sag jetzt mal, die Hälfte oder sogar nur ein Viertel kostet von dem, was es in Deutschland kosten würde. Von dem her kommen viele auch wirklich ins Ausland oder in die Türkei, nur um größere Tattoos zu machen und einen Haufen Geld zu sparen. Und hier gibt es halt auch einen Haufen Artisten und die stehen denen, glaube ich, in nichts nach, würde ich jetzt sagen. Bin dann mal gespannt, ob die Qualität gleich ist wie in Deutschland, weil ansonsten haben wir es halt verkackt, ne? Schon mal das erste Tattoo und ich finde, die arbeiten richtig, richtig schnell. Es sind gerade mal eine Viertelstunde vergangen oder so. Ja, schon am Ausmalen von der Feder. Richtig krass. Tja, wollt ihr noch das andere sehen? Und tut weh? Ja, also es schmerzt schon, aber es ist okay. Man kann es aushalten. Es ist nicht so, dass es so mega in die Kiefer hochgeht, eher so, du denkst immer die ganze Zeit, oh mein Gott, oh mein Gott. Also bei mir wird es mittlerweile schon schmerzhaft. Hey. Und wie geht's dir? Also langsam ist echt höllisch schwer. Aber du bist echt gleich fertig, ohne Scheiß. Und ich denke mir, gleich kommt die Farbe und ich kann schon gar nicht mehr. Und? Wie ist es so? Ja, nicht besser geworden. Aber schreitet ja schon langsam voran. Es geht voran, echt gut. Ich denke mir, du hast voll das Riesentattoo. Und ich habe gerade mal eins, weißt du? Yeah. Ich bin gespannt. Also musst du jetzt auf mich warten, sicher? Ja, ja. Ich dachte eigentlich, du wartest auf mich. Ja, ja. Aber naja, mal schauen, wie lange es noch dauert. Auf jeden Fall ist das erste bald fertig, so wie es scheint. Dann haben wir noch das zweite bei dir übrig. So, das erste Tattoo ist vorbei und freust dich jetzt schon auf das zweite. So, überhaupt kein Bock gerade aufs zweite, wirklich. Warum war es so schlimm zum Schluss, das erste? Ja, ja. So, die Outlines sind eigentlich schon so gut wie fertig. Mal schauen, wie der Baumi das empfindet im Vergleich zu seinem ersten Tattoo hier. Viel schlimmer als das erste, aber es geht halt deutlich fixer voran, das merkt man voll. Das ist ja halt das Gute, aber es sticht schon echt so wie,
mit einem heißen Messer durch die Butter. So geht das durch. Aber ja, das zieht schon gewaltig dort. Also. Bei mir ist, das zieht bei mir immer noch nach. Ja. Obwohl es schon fertig ist. Aber geil. Aber das Gute ist, das andere Tattoo tut gar nicht mehr weh. Das ist echt ein guter Anfang. Aber ich freue mich trotzdem über das Tattoo. Wir sind echt gut hier, kann man echt nichts sagen. Langsam bekommt das Eis auch schon mal Farbe. Mal schauen, ob der Baum wieder noch aushält. Und Herr Baum, was sagen Sie so? Leben Sie noch? Das Eis übrigens steht für Kingdom Hearts, das ist das Meersalzeis. Und noch mit drauf ist die Papu-Frucht. Und das Tattoo ist für meine Schwester. Schau, diese Schmerzen hält er nur für die Schwester aus. Wenn euch die Tattoos gefallen, könnt ihr einmal herschauen. Die Leute warten hier schon auf euch. So, langsam kommt das Tattoo zu einem Ende. Freust du dich schon drauf, dass es gleich vorbei ist? Ja, eigentlich schon. Ich schätze, du noch eine Viertelstunde oder so, dann bist du durch. Ach ja, wir wollten noch unser Fazit abgeben zum Tattoo. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden und du? Bei mir geht's so. Ich würde sagen, wenn man hier mittelmäßige Tattoos macht, nicht zu komplizierte, ist es hier super. Für zu komplizierte sollte man es eventuell doch in Deutschland belassen. Könnte besser sein. Ja, also, aber grundsätzlich, wenn ihr kleine Tattoos habt, kleine Motive oder so Standardmotive, die könnt ihr auf jeden Fall machen. Tschaußen!